So, auf geht's. So, und jetzt darf ich fragen. Wunderbar. Gerne. Also Sie sind zum Teil seit 8.30 Uhr da. Ja. Es sind vor allem Statisten, ne, mit denen Sie hier arbeiten. Nein. Nein? Sind überwiegend ist es eine Übung vom Deutschen Roten Kreuz und vom Technischen Hilfswerk. Und involviert sind 3 bis 4 Gruppen vom Deutschen Roten Kreuz. Das Technische Hilfswerk ist aus Göppingen. Ja. Beim DRK ist es Göppingen, Geislingen, Hattenhofen, Hattenhofen und dann noch Göppingen-Süßen. Da kommt der Verpflegungszug her. Mhm. Das heißt, die, die um 8.30 Uhr hier waren, die haben schon mal das Küchenzelt und so weiter aufgebaut. Und danach sind verschiedene Einsatzkräfte vom Roten Kreuz gekommen und führen hier eine ganz reguläre Übung durch. Also das, was Sie machen würden, wenn eine sozusagen erst nochmal nicht genauer geklärte Katastrophe sich ereignet hat und die Krankenhäuser schon voll sind, die Turnhallen auch schon voll sind und man sich jetzt überlegt, okay, die Kunsthalle, die ist doch warm und die ist doch geheizt, da läuft zwar gerade eine Ausstellung, aber rein mit den Leuten. Ja? So. Und jetzt haben wir, das heißt, die meisten Leute sind keine Komparsen in dem einfachen Sinne, sondern sie sind entweder Opfer oder verletzten Darsteller vom Roten Kreuz. Und das ist vor allen Dingen eine Jugend-Rotkreuz-Gruppe aus Geislingen. Die hat auch ein spezielles Schminkteam. Ja, das habe ich schon gesehen. Genau. Und das Schminkteam ist aktiv. Und die anderen sind aus den verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel aus Göppingen. Das heißt, eingerichtet darauf, sehr schnell diese Notbehandlungsszenarien aufzubauen. Ja. So. Und das läuft heute. Beginnen ab 9 Uhr und wiederholt sich morgen als Grundablauf, damit wir aus dem, so wie es sich heute abgespielt hat, weiterentwickelnde Schlüsse ziehen können und das morgen nochmal variieren können. Das ist die Idee. Das, ja. Wir haben quasi Sie zwei Takes. Setzen einen Film quasi in diese Sache rein, in dieses Szenario. Das ist die Idee. Ja. Dass wir ein Szenario kreieren, in das eine ergänzende, dort hineinpassende, anders gar nicht anschauliche Handlung implantiert wird. Und dann fängt das an, sich wechselseitig zu beeinflussen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass das Rotkreuz hier die Feldbetten aufbaut oder diese tragen, sondern dann würden sie ja normalerweise alles hell machen, die Medienkunstausstellung, aber ist ja nur Kunst, ist ja nur Schmuck, ist ja nur Dekor, wäre die normale Ansage, jetzt kommt der Ernstfall. Und jetzt kommt die Idee des Films dazu, dass man sagt, die Kunst, die hier ist, und davon handelt der Film, und die Bilder, die gemacht werden, und davon handelt der Film auch, sind genauso realitätsmächtig wie Erdbeben und wer weiß was noch was. Also es geht hier um so eine Art, das sind die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, während sie merken, die Beziehung zwischen ihnen und ihrer Realität, die ändert sich fundamental. Das ist wie eigentlich ein Kind, was sich zum ersten Mal im Spiegel erkennt. Das tapst ja auch erstmal auf der Oberfläche des Spiegels rum und fragt sich, was ist das? Und ein ähnliches Szenario betrifft hier alle Menschen. Ein völlig unerwarteter, krasser Evolutionssprung, der aber zu diesem Tapsen führt. Und was man davon weiß, ist, es hat begonnen bei 3 Künstlerinnen, die merkten, das, was sie in klein machen mit ihrer Kunst, das hat irgendwelche Echos in der Realität. Das nennen die dann Kunstwirkung. Erst denken sie natürlich, sie sind durchgedreht. Aber so langsam tritt das dann auch im Leben verschiedenster Leute aus unterschiedlichsten Berufen auf. Irgendwann sehen die Fußballer 2 Bälle im Spiel, aber das Spiel läuft weiter auf eine seltsame Weise. Es kommt zu vielen Pannen und Unfällen, es ist aber teilweise auch sehr heiter. Also man trifft euphorisierte Menschen, die von fantastischen Vorfällen in ihrem Alltag berichten. Und ebenso trifft man welche, die erzählen, also ich habe gesehen, wie die in Panik aus dem Fenster gesprungen sind. Und diese Art von Erzählung, wer hat was erlebt, die findet genau hier statt. Und da sind wir sozusagen bei der Idee, natürlich also bei der Idee, dass das hier wie so bei früher bei den Lagerfeuern, da werden Geschichten erzählt. Also wer hat gehört von wem was? Wem ist was selber passiert? Auf Göppingen gekommen und auf die Kunsthalle? Das ist gekommen über eine Arbeitsbeziehung der Künstlerin Susanne Weyrich. Die ist eingeladen worden zu einer Gruppenausstellung in der Kunsthalle Göppingen. Und die hieß Happy End. Und im Zusammenhang dieser Kunstausstellung, dann gab es eine ähnliche in der Villa Merkel in Esslingen. Ja.
das hieß The Terror of the Situation, Man's Song. Das war so eine Ausstellung, die von der Hamburger Kunsthalle rüberkam und da war Susanne Weyrich auch beteiligt. Und in dem Zusammenhang hat sich ein Gespräch mit dem Kunsthallenleiter Werner Meyer ergeben. Der ist aufgeschlossen für solche Dinge und erklärte uns seinen partizipatorischen Ansatz. Aha. Und der partizipatorische Ansatz der Kunsthalle Göppingen bedeutet eben, es sollen möglichst viele Leute mitmachen. Die Leute sollen partizipieren am Entstehen der Kunst. Und da habe ich gesagt, okay, das scheint mir zu passen. Nach dem Akkuwechsel geht es hier weiter mit dem Interview mit den Stuttgarter Zeitungen und klappt. Nicht so schön handschriftlich wie Sie, aber den einsamen nächtlichen Autor, der den Film nur im Kopf hat und tippt das dann, das soll nicht mehr die einzige Quelle sein für Fantasie, die ins Kino einfließt. Darum geht es im Kern. Sondern dass man eben sagt, wir haben ein Drehbuch, so ein Johnny, aber wir sind im Augenblick auf Seite 100, bei Szene 161, das steht den ganzen Tag steht 161 auf der Klappe, weil wir sind zwar bei Szene 161, aber neben dem Drehbuch. Das heißt, wir wissen, welche Figuren, wir wissen, wie es ausgeht, aber dass das hier solche Ausmaße annehmen würde, das konnten wir noch nicht wissen, als wir hergekommen sind. Das heißt, für Sie selber war das jetzt auch ungewiss alles? Ja, das hätte auch sein können, dass jetzt hier 15 Leute sind und gar keine 30 Komparsen, die zwischendurch mal fragen, hallo, ich werde ungeduldig, denen man halt erläutern muss, ihr seid nicht auf einem normalen Filmset, sondern in einer prozessoffenen Situation, die aber jetzt schon ein Erfolg ist. Das ist schon irre, was wir hier aufnehmen konnten. Aber also trotzdem, es gibt in diesem Film auch eine Geschichte. Ne? Diese, ja, auf jeden Fall. Diese drei Künstlerinnen, die diese Ausstellungen machen und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Dann passiert etwas, dass diese Ausstellung, genau, dass die unerwartete Echos sozusagen in der Wirklichkeit bekommt. Und dann stellt man in einem Parallelstrang fest, auch zwei Wissenschaftler haben gemerkt, dass sie unerwartete Eingriffsmöglichkeiten ins biologische Leben haben. Die meinen, die können das steuern. Alltags-Science-Fiction, sage ich immer. Science-Fiction ist richtig, aber Alltags-Science-Fiction, also so knapp in der Zukunft. Eigentlich so Science-Fiction, wie unsere Welt längst ist. Die wird uns immer nur so ein bisschen Biedermeier-mäßig verkauft, aber eigentlich sind wir schon im Science-Fiction. Gut, aber das ist ja dann auch so ein Szenario, wo einem die Wirklichkeit entgleitet, ne? Das, was man bisher für Wirklichkeit hat, entgleitet einem. Das, was an Möglichkeiten schon längst real in der Luft liegt, wird deutlicher. Und welche davon sich realisieren oder welche sich dann im Prozess zu erkennen geben, die liegen ja nicht alle vorab bereit. Das kann man eben nur rausfinden, wenn man so einen Prozess in Gang setzt. Ich hätte ja nicht sagen können, ich brauche drei Schwerpätze, ich brauche die, die machen das. Ich weiß auch nicht, welche Leute da durchgehen. Dass jetzt auf einmal Kinder bei denen sind und was üben, wie sie den anderen erklären können, dass sie bestimmte Lebewesen gesehen haben, für die sie keinen Namen haben, aber die spielen das jetzt, was sie gesehen haben. Das kann man nur bedingt imaginieren. Also das heißt, die haben schon auch Anleitungen gegeben? Klar, die haben klare Anleitungen. Also zum Beispiel, am Anfang wussten wir, es geht darum, das war ein Teil der Übung. Wir bringen die Schwerverletzten rein, dann wussten wir, irgendwann kommt die Hauptdarstellerin dazwischen. Dann wissen wir jetzt, die fangen jetzt an zu berichten von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Also wir hatten auch schon eine Runde, die da saß und die sich unterschiedlich erstmal erklärt haben, wo sie sich ihre Verletzungen geholt haben und wie. Im Rahmen des Machbaren, also man könnte hier eine Woche drehen. Ja, aber im Rahmen. Sie sind ja schon eine Woche da, oder? Ja, am vorletzten Donnerstag haben wir uns getroffen ich würde mal sagen, sowas wie 22. oder 21. Januar mit den Leuten vom DRK. Da wurde deutlich, dass es da ein Commitment gibt, dass die Lust darauf haben. Wir haben uns 4 Stunden die Geschichte erzählt und dann hatten wir Lust darauf. Als das klar war, hat das eben auch die Leute aus der Raimund Matuschik. Nee, Matuschik. Das wissen Sie. Raimund Matuschik aus Geislingen und Peter aus Göppingen. So, und da waren noch mehr. Vier Leute waren es. Die 4 Leute, die jetzt auch hier sind als Head of Department, die Schminkabteilung, einer Pfeiffer. Die 4 Leute jedenfalls saßen da mit am Tisch. Kriegen wir gleich die Namen nochmal direkt zusammen. Ich kenne nur die Vornamen im Augenblick. Und kann den. Die haben sozusagen die Geschichte mitgesponnen und haben gesagt, wir machen das möglich in diesem Ausmaß. So, und das ist zum Beispiel hier die Göppinger Gruppe, die Greislinger Gruppe, da hinten sind die Göppinger. Das ist zwar jetzt eine reale Katastrophenübung, aber die Teilnehmer sind ein bisschen geschult für diesen Film. Ne? Die Kinder haben eben schon bei der Szene mitgespielt, mehr sind die noch nicht geschult und sie haben vorher eine Szene geprobt. Und jetzt sitzen die schon mittendrin und die Kinder spielen sozusagen vor, was sie gesehen haben. Drumherum läuft die Übung. Das meine ich so mit Implantieren.
Also es ist ja angekündigt, es gibt sozusagen ein Happy End. Ne? Ja, wenn es gut geht. Salopp sagen. Ja, ja, ja. Was ist denn das Happy End? Würde mich jetzt interessieren. Darf man das vorwegnehmen? Also ich würde mal so sagen. Ich muss es ja nicht schreiben. So wie das Kind in den Spiegel tapst und irgendwann bemerkt, das bin ja ich und mit diesem Ich, was dabei entsteht, ganz gut zurechtkommt in einer Welt. Mhm. Geht es hier sozusagen darum, dass die Menschen entdecken, das sind ja wir. Und tapsen so in die Realität rein und denken, das bin ja ich, und kommen mit dieser neueren, beweglicheren und größeren Realität auch gut klar. Ah ja. Darum geht's. Also es gibt eine Partei, die möchte das nicht. Bewusstseinserweiterung. Im weitesten Sinne die gute alte Bewusstseinserweiterung, durchaus. Aber eben auch, man würde sagen, Bewusstseinsrealerweiterung würde ich das nennen. Bewusstseinsrealerweiterung. Ja. Also es ist nicht schönes nur... Wort. Naja, irgendwie so. Also ja, okay. Wir nennen, und weil das so komisch klingt, haben wir einfach gesagt, das ist einfach die neue Natur. Ja, die wirkliche Natur, das ist diese neue Natur. Und in dieser neuen Natur gewöhnt man sich daran, dass ein Teil alte Normalität noch da ist. Aber ein Teil ist auch immer anders, flexibel und fantastischer. Und damit muss man zurechtkommen, dass man die nicht mehr nur alleine in seinem eigenen Kopf produziert, sondern immer auch ein Wir spürt. Aber dieses Wir ist im Grunde der Spiegel, den man in der Wirklichkeit sieht. Und das ist schwer zu handeln. Das kann auch schief gehen. Also es gibt eine kleine Chance, dass es ein Happy End gibt. Ah, weil sie, eine kleine, aber wir sind optimistisch. Aber es ist ja so angekündigt, dass es, also ich erwarte ein Happy End. Vom Drehbuch her bin ich sehr zuversichtlich, dass es ein Happy End geben wird. Ja? Aber ob das so im Detail dann alles so, kann auch noch viele Wendungen haben. Ja, ja. Sie, Inge hat ja eben, als sie in der Schlange bei der Essensausgabe gesagt, es gibt ihr Wege. Es geht auch so um Tarotspiel, das ist eine andere Arbeit von Susanne Weyrich, da werden so Tarotkarten projiziert und dazu gibt es dann immer nach statistischen verschiedene Prophezeiungen. Ja, stimmt, und eine davon, diese Glücksprophezeiungsmaschine heißt das, und eine davon, die heißt eben, es gibt ihr Wege, aber der Kummer vergeht. Also nicht alle kommen im Happy End an. Ja. Und der Film wird ja gezeigt auf Arte? Ja, also der Film wird einerseits eine Produktion für ZDF Arte und andererseits und im Zusammenhang damit ist es eben auch ein Kinofilm. Der kommt regulär ins Kino. Das ist ja ein Film mit Peter Lohmeier in der Hauptrolle, mit Inga Busch, mit Jana Schulz vom Schauspielhaus Hamburg, mit Megan Gay, also das haben wir schon vor, den Simon Schwarz, also alles gestandene Kinoleute, und das wollen wir auch schon genau so ins Kino bringen. Wir sind, naja, ich denke mal so, was wir Mitte 2012, wenn wir Mitte 2012 auf dem Festival laufen. Das ist aber noch lange, ne? Naja, ja. Wir haben ja noch wirklich, es ist ein Low-Budget-Projekt. Ne? Wir müssen aus jedem Euro ungefähr 10-mal mehr machen als andere. Und deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Ja. Nur auf, also wir haben aber immerhin das Geld und auch, wir haben auch eine Förderung bekommen von der MFG Baden-Württemberg. Und wenn es nicht ein paar Filmförderungen gäbe, die sozusagen auch auf innovative Experimente und fürs Kino setzen, das ist ja nicht so ein Flicker-Flacker-Film in der Ecke, in kleiner, also das ist schon ernst gemeint. Es gibt aber fürs Kino, gibt es im Augenblick sehr, relativ wenig Chancen, innovativ zu arbeiten. Also braucht man auch solche Szenarien wie hier, wo Synergien zusammenkommen. Wird denn auch anderswo gedreht und nicht nur hier? Nein, das wird hier gedreht, das ist in Hamburg, in Berlin, in all over the place sozusagen, andere Orte in Baden-Württemberg. Das heißt, wir haben hier auch schon vorher eine Szene gedreht. Wir haben ja vorher eine Szene gedreht im Berliner Atelier. Das haben wir am letzten Wochenende hier gedreht. Das war eher ein klassischer Spielfilmdreh. Das ist ja eher so eine Doku-fantastische Vermischung von Realszenario und Spielhandlung. Das heißt, der Film wird ja so die normale Länge haben, ne? Ja, der Kinofilm wird 100 Minuten lang werden und der Fernsehfilm wird 50 Minuten. Und ein Teil ist dann eben aus Göppingen, aus der Kunsthalle. Genau. Ah, okay. Sie sind schon wieder ganz aufgeregt. Ja, weil ich eigentlich jetzt die 45 Minuten, um jetzt hier in diesem Szenario zu drehen, für mich sind vorbei, aber zum Glück macht das da, die ist auch Regisseurin, die Regieassistentin Jules Herrmann, glücklicherweise auch Regisseurin von der AFF Potsdam, war auch schon beim Film auf der Berlinale und deswegen sagen die jetzt eben nicht, die Komparsen werden unruhig, sondern es läuft. Ja. Jetzt würden wir wechseln gleich zu den aus Göppingen, da oben links, die Intensivecke. Okay.